ich finde, alles, was schlecht ist, das spürt man. Und egal, ob es ein Film ist oder ein Bühnenstück oder ein Lied oder, naja, jetzt sage ich nicht ein Kind, entwickelt man Ablehnung. Das kann viele Gründe haben. Ich entscheide das aus dem Bauch heraus. Ich hätte jetzt auch momentan gar nicht wirklich so eine definitive Antwort drauf. Ja, da gibt es tatsächlich was. Und zwar ist das Space Tours. Nicht, weil ich Zeit verschwendet habe, im Gegenteil, ich durfte da mitwirken, aber ich fand's generell brauche die, habe ich sehr lange gebraucht, bis ich das Gesamtkunstwerk erfasst habe. Und das war schon Zeit und mühsam, weil ich es mit Janosch Mischer jetzt angeschaut habe, das war noch mühsamer. Und irgendwie war ich da nicht bei der Sache und ich persönlich fand mich sehr schlecht. Und das war der Grund, das Schauspieler war furchtbar. Also ich selber war furchtbar. Ich würde das jetzt komplett anders machen, aber zu dem Zeitpunkt war es so, und deswegen ist es für mich jetzt rein vom Schauspiel her eigentlich von allen ziemlich schlecht gewesen. Regie war auch schlecht. Ja, zum Beispiel Space Tours war so ein Film, der für mich Punkte eingebracht hat, wo ich gesagt habe, schau, das geht anders auch, da geht es nicht nur ums Budget, Licht und so weiter, sondern geht es wirklich um den Kern der Sache. Super Regie nebenbei, also man gedacht, ja, berührend. Braucht er Zeit, bis man drinnen ist in der Materie. Hat mir gefallen. Jack Nicholson, einer flog übers Kuckucksnest. Berührend. Ich finde überhaupt einen Film, das komme jetzt zur vorletzten Frage, also zur letzten Frage, wenn er mich berührt, und das kann doch rührend sein im Sinne von ich muss weinen, dann hat es für mich ein nachhaltiges Erlebnis. Und das finde ich gut. Space Dogs zum Beispiel, also da musste ich weinen. Großartige Geschichte, so wie du es mir erklärt hast. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber ich finde es toll. Ich finde es auch wichtig, dass es vom Publikum ausgeht und nicht bezahlte Kritiker, sonstige selbsternannte Dinge das machen, sondern wirklich du die Möglichkeit hast, als Konsument, als Betrachter, als Publikum, deine Meinung kundzutun. Auf seriöse Art und Weise. Q-Kid, I like it.